An der Stelle möchte ich die kleine Einzelheit bekannt geben. Ich habe ja sowohl die Grußbotschaft als auch die Willenserklärung im Internet veröffentlicht. Das ist diskutiert worden. Die Willenserklärung, die ich hier in der Hand habe, hat über 50 Hinweise, Verbesserungsvorschläge gekriegt. Die kleine Grußbotschaft um die 20. Und als ich mit Nina besprochen hatte, dass sie, ob sie die vielleicht verliest, hat sie ja gleich am Anfang gemacht. Hier liegt sie noch zum Unterschreiben. Da hat sie gesagt, macht sie. Nee, gesagt, also gemailt. Und eine Viertelstunde später kam eine Mail. Da steht aber das, was dahinter, dass die bestraft werden sollen, die Schuldigen. Ich bin gegen Strafe, sagt sie. Und da habe ich mir das überlegt. Ich bin gegen Strafandrohungen und so einen Scheiß. Weißt du, man kann doch alles in friedlich regeln. Und da habe ich mir das überlegt. Und dann habe ich geschrieben, wir sind dafür, dass die Wahrheit ganz aufgedeckt wird. Und wenn man böse sein will, ist das die größte Strafe, die für solche Leute, die nur im Dunkeln arbeiten und mit der Wahrheit dahinter halten, das ist viel wichtiger. Und da habe ich das so rausgenommen und so steht es jetzt auch in dem Gruß an Gustl. Ich möchte trotzdem, oder nicht trotzdem, aber ergänzend. Ja, ich bin absoluter Laie, obwohl ich ein begeisterter Shanty-Sänger bin. Und von meinem Shanty-Chor sind auch welche hier. Aber trotzdem reicht es dann nicht, so professionell mit dem Mikrofon umzugehen. Gut, ich möchte kurz die Willenserklärung auf die eingehen. Ursprünglich hatte ich mal die Idee, dass man die auch unterschreiben soll, aber was soll die ewige Unterschreiberei? Ich unterstelle, ich erläutere sie noch ganz kurz und ich unterstelle, dass ihr einverstanden seid und dass ich das so im Blog auch schreibe. Wenn jetzt jemand absolut anderer Meinung ist, kann er ja laut schreiend kundtun. In der Willenserklärung geht es uns um drei Dinge. Erstens mal das, was sich direkt auf Gustl Mollat bezieht. Freiheit, klar, der soll raus und zwar so sofort. Aber es geht um Gerechtigkeit. Er, das sagt er immer wieder, es geht ihm darum, dass aufgedeckt wird, wie das möglich war. Und das ist auch für alle anderen wichtig, die in solche Situationen, und es gibt viele, ich sage mal dieses Stichwort, 4 Steuerfahnder in Hessen wurden psychiatrisiert. Die wurden nicht in die Zwangspsychiatrie gesteckt. Toll. Aber sie wurden die wurden für blöd erklärt. Das muss man sich mal vorstellen. Und reden wir nicht jetzt von weiteren Beispielen. Es geht um Gerechtigkeit, um die Mechanismen, die müssen offenkundig werden, die zu sowas führen. Und das Dritte, das wird noch überhaupt nicht diskutiert, aber das möchte ich entschieden sagen, es geht auch um Wiedergutmachung. Nun kann man sagen, 7 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre, das kann keiner wiedergutmachen. Aber vielleicht kennen viele von euch auch diesen Fall dieses Lehrers Arnold, der verurteilt war, Jahre gesessen hat und es war alles falsch. Und der ist dann rausgekommen, nachdem er alles abgesessen hatte und ist rehabilitiert worden, weil es falsch war und nachweislich falsch war und hat erstens sowieso, und er hat im Grunde keine Wiedergutmachung bekommen. Und wenn, dann hätte er sowieso nur irgendwelche Peanuts gekriegt. Der ist im Kampf um die wenigen Euro, die ihm dazustehen, untergegangen. Der ist gestorben. Ein Herzinfarkt, ein Mann von ein bisschen über 50. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Lehrer Arnold steht auch im Internet und hat auch RAD und so gebracht. Aber es geht nicht, die Wiedergutmachungsregeln, die es gibt, sind ganz bescheiden. Das macht bei weitem nicht das Wett, was solche Menschen erlitten haben. Und dieser reiche Staat, der 1 Milliarde für eine Drohne ausgibt, die dann Gott sei Dank nicht fliegt. Ich weiß gar nicht, warum manche sauer sind, weil die nicht fliegt. Ich finde toll, dass sie nicht fliegen kann. Aber das Geld ist weg. Und dieses Geld, ich bin der Meinung, dass man wirklich fordern kann, dass ein Staat, Freistaat wie Bayern, so schön betonen wie Nina kann ich das natürlich nicht, Freistaat Bayern, Freistaat, der
er soll, weiß ich aus welchem Topf, den Mollat so stellen, dass er wirklich ohne irgendwelche materiellen Kämpfe und Nerven aufreibend ein menschenwürdiges Leben führen kann. Und vor allen Dingen, dass er ordentlich Zeit hat, das aufzuarbeiten und zu veröffentlichen, was ihm passiert ist. Das war der erste große Abschnitt unserer Willenserklärung. Der zweite betrifft die Willkür in der Justiz. Da wird es ein bisschen juristisch, aber ich möchte es doch wenigstens erwähnt haben. Es sind in den Interdiskussionen doch sehr viele kluge Ideen dazu auch gesagt worden. Es geht darum, dass Richter und überhaupt Staatsanwälte, Justizbeamte am Recht orientiert sind und nicht an irgendwelchen Interessen. Das muss gewährleistet werden. Dazu müssen wir nicht ins Detail jetzt gehen. Aber sie sind, wenn es immer heißt, die sind unabhängig, die sind unabhängig, die sind unabhängig. Die Unabhängigkeit besteht darin, dass alle möglichen Lobbyorganisationen, da wird immer der Rotary Club genannt, aber egal wie die heißen, dass die den einflüstern, mit ihnen zusammen Tennis spielen und was sie sonst machen und dann die das machen, was denen passt. Sie sind allein dem Gesetz verantwortlich und wer entscheidet über das Gesetz, so wie es eigentlich sein muss? Das Volk ist der Souverän und kein anderer. Dazu gehört eine wichtige und in vielen Ländern völlig selbstverständliche Sache, dass die Staatsanwälte unabhängig sind von den Politikern. Es kann nicht sein, dass Frau Beate Merk sagt, was der Staatsanwalt machen soll. Die Parlamente, mindestens die Parlamente, sind die Entscheidenden, die Legislative, nicht die Exekutive, die die Staatsanwälte beauftragen kann. Das ist in vielen Ländern so und das ist ausgerechnet in Deutschland nicht so. Hier ist auch einer, der wird uns auch noch informieren, Folterverbot gibt es in Deutschland auch nicht. Aber das war jetzt eine Abschweifung. Ganz kurz, der BGH, Bundesgerichtshof, da wird immer hochgelobt, dass der das Mollat-Urteil bestätigt hätte. Der BGH ist eine völlig auf formale Überprüfung ausgerichtete Instanz. Ich weiß nicht, wie viele tausend Dinger die abnicken, die kennen die gar nicht und sagen, ja, ist alles in Ordnung. Das ist rein auf formale Kriterien. Es gibt kaum eine ordentliche Instanz, die inhaltlich Fehlurteile prüft. Und das sind viele Hürden aufgebaut, dass ein Wiederaufnahmeverfahren fast unmöglich ist. Das muss demokratischer gestaltet werden. Und schließlich eine solche Selbstverständlichkeit, ich muss ja sowieso sagen, seit einem Dreivierteljahr befasse ich mich mit diesem Mollat, da habe ich Dinge erfahren, die hätte ich vor einem Dreivierteljahr nicht für möglich gehalten. Viele. Und eins davon ist, Gerichtsverfahren müssen protokolliert werden. Es kann doch nicht sein, dass keiner, und sowieso nach Jahren, keiner mehr eigentlich feststellen kann, was war denn da nur eigentlich, wer hat denn da überhaupt was gesagt? Heute, wo jeder Dreck, aber auch Mollat, Mahnwachen, das ist hier nun kein Dreck, die haben hier gesagt, ich soll laut reden. Gut, meine Frau sagt immer, wenn ich telefoniere, dann kann der andere mich immer direkt hören.